Quelle. Ja, komm, ist natürlich. So, komm vorbei. Ja, oder bevor du weiter runterläufst, dürftest du noch was erkennen, nämlich eine Wahrnehmungsprobe. Mhm. Das würde übrigens jeder machen, der dich da hinterhergeht. Hat die was mit Ermittlungen zu tun? Es hat was damit, etwas zu entdecken. Ich würde sagen, das ist der meiste entscheidende, ne? Ermittlungen, ja. Okay. Das gebe ich einen Punkt. Ich habe eine 5. Mhm. Steigerung ist ja auch relevant. No. Steigerung würde ich auch relevant. 4. Also 4. Eine 6. Eine 4 plus 2 sind 12. Reicht für eine Steigerung. Ja. Sogar zwei Steigerungen. Das ist immer, ja. Genau, ja. Vier Punkte. Sogar zwei Steigerungen. Das Döpke. Wenn dann jetzt. Also, an alle, die Wahrnehmungsprobe geschafft haben, an mehreren Ästen entlang des Weges kleben Klumpen von klebrigen Blut und Flecken von zerrissener Haut an dem Gewebe. Auf den ersten 20 Metern findet sich genug, mein Einmachglas damit zu füllen. So, und du, Lars, erkennst noch? Also, ihr kennt es gar nicht, da wurde irgendwas voll zerfetzt, was hier durchgelaufen ist. Du, Lars, erkennst zusätzlich noch, dass die Äste nicht besonders fest sind, sodass die Haut sehr weich gewesen sein muss. Von diesem. Okay, also, weiß ich nicht, ob ich das wissen wollte. Sie werden sogar weicher als Menschenhaut. Mhm. Cool. Es sind blutige Hautfetzen in groben. Ein anderes Gewebe. Ein anderes Gewebe, ja, so. Tieferes Gewebe wahrscheinlich. Ja, das guckt ihr euch so ein bisschen an, wie die es halt sehen, gucken näher. Wäre das schon irgendwas für so eine Furchtprobe oder sowas? Wäre das vielleicht schon was? Alle, die irgendwie Probleme mit Blut haben. Aber noch. Okay. Noch lässt es ihr euch nicht komplett. Ja. Ich frage nur, weil... Du bist ja dabei schon mit dem Blut, ne? Ja. Ja. Den welche Nachteile haben wir irgendwie stehen. Ja. Ich glaube, wir haben gar keine Nachteile. Normaler Charakter hat irgendwie... Das sind die Handicaps. Das sind die ganz oben. Das sind die, ach doch, stimmt, Handicaps. Ja. Ja, Handicaps sind Nachteile. Nee. Da kann auch stehen, hat Angst vor Blut. Ja. Also mit dem Westen müssen wir machen. Normalen Savage Worlds gibt es auf jeden Fall. Ja. Ich ziehe es nicht mal so. Ja, genau. So, bevor ihr weiter die Böschung runterlauft oder reitet, hört ihr ein Rascheln in den umliegenden Bäumen, obwohl eigentlich gerade windstill ist. So, ich glaube, ich aim nicht hin, aber ich würde so die Hand an die Rolle machen. Was das ist für ein Vieh, würde ich sagen. Ja. Das heißt, ihr haltet kurz inne. Ich ziehe auch in die Rolle. Sehr gut. Ich habe die Hand an. Ja, ich werde auch einfach die Hand an die Rolle machen. Nachdem ihr in die Rückstellung stellt, fügt ihr fest, dass es von überall herkommt. Geht bei euch. Okay. Ja, es wird also in den Bäumen getragen. Es ist sehr schwach, klingt aber wie ein leises Klickgeräusch. Fast so, als würde jemand einen Hund oder ein Pferd rufen. Also jemand, der macht sozusagen von mir. Ja. Und du musst eine Reihenprobe abwürfeln, weil dein Pferd versucht, jetzt sich in eine bestimmte Richtung zu ziehen, was du dann kommen siehst. Okay, das ist interessant. Okay, mach du erstmal deine Reitenprobe, danach würde ich was machen. Währenddessen hört ihr anderen, aber dann kann ich schon mal sagen, anderen hört, wie hinten die Seahawks irgendwie was pullen, auf Indianisches. Scheinbar haben die irgendwie mit den Pferden Probleme. Mhm. Fünf, du weißt, du wirst es schaffen. Ja. Du hältst dein Pferd zurück. Ja. Meine Aktion wird halt jetzt laut zu rufen: Hey da, zeig dich! Dann würde ich den Roller auch ziehen. Finde ich komisch. Ich würde wechseln, was von überall kommt, auf meine Karten und den Roller wieder lassen. Mhm. Ich würde gerne einordnen, ob da was sich bewegt oder ob sich alles bewegt. Also ich würde gerne. Da bewegt gar nichts. Es raschelt scheinbar wie als würde der Wind durchrascheln. Okay, und es bewegt sich nicht. Und ich kann null einschätzen, woher genau. Ja, ich will mich auch so ein bisschen verwirrt im Kreis drehen. So. Ja. Und jetzt wäre tatsächlich eine Fußprobe von allen nötig. Wir haben hier übrigens eine Fußstufe von 3 am Tatort, das heißt, ihr würdet eine Erschwernis von minus 1 bekommen. Ich würde vorher was machen wollen, bevor irgendwer würfelt, und zwar, ich benutze meine Fähigkeit Geigenhumor. Du kannst bei einer Furchtbarbe die Fertigkeit provozieren, anstelle deiner Windeskraft hören. Mit einer Steigerung bietet ein Scherz plus 1 für Verbündete, die dieselbe Furchtprobe haben. Das heißt, musst du erst würfeln. Genau, ich würfel erstmal, bevor ich den Gag mache. Ja, so, wo es denen gelingt, habt ihr dann gleich die Erschwernis weg. Und auch weil es gerade passt, ich habe das 6. Ja, würfel du erstmal. 4, das ist eine Steigerung, ich habe 10. Ja, Veranstaltung. Das wieso hast du nicht nochmal würfeln können? Zombie. Ach, Entschuldigung, vergiss das. Nevermind, dann ist es nur 6, du hast keine Steigerung. Hast recht, ist ein. Was bedeutet das jetzt noch für uns? Gar nichts. Hätte ich steigern können, hätte ich euch. Dann heißt es ja trotzdem noch nicht. Dann mache ich nur für mich.
Dann mich betreffend. Ich habe. Ne? Das ist ja Willens Kraft ist wurscht quasi. Ja. Also. Willens Kraft ist wurscht. Ja, Paul. Als Agent der Pinkerton Agency bin ich das ja quasi so gewohnt und weiß ja von diesen Dingen, die es da draußen gibt. Ich habe das Talent Mumm. Du hast wahrhaftige Monster gesehen und nur weniges bringt dich aus der Fassung. Du erhältst eine freie Wiederholung, wenn du Furchtproben ablegst. Ja, also kannst du mal wiederholen. Ja. Aber beide oder nur meinen beide. Echten Würfel? Aber warte, das ist Furcht überhaupt. Eine Wiederholung heißt, jeden Wurf, den du willst. Minus 1, oder? Minus 1, genau. Dann habe ich 5 und es noch geschafft. Ja, minus 1 ist schwer. Was ist das nochmal? Willenskraft, oder? Willenskraft ist das Vorsprung, ja. Ja, dann bin ich richtig. Da war zu viel Kaffee in meinem Rum. Was ist hier los? Muss ich wiederholen, mein Minus 1. Ja. Ich hatte 4 und eine 2 gewürfelt, ich wiederhole das. Eine 5 und eine 1. Also ich nehme die 5. Das heißt, minus 1 hättest du immer noch geschafft. Genau. Haben es alle geschafft? Ich hätte 5 und 2. Das heißt auch, auch geschafft. Das heißt, keiner von euch wird gegen einen Zustand, ihr habt keine Angst. So, schon mal ganz gut. Tatsächlich ruft aber deine, er kennt den Anführer. Mhm. Ja, der Junge Klaus. Oh, kommt mal eben zurück. Mhm. Ja, schon fertig. Irgendwas stimmt ja auch nicht. Und ich würde. Wird mich umdrehen, ich gehe ja vorne und den anderen so zurück bedeuten. So. Mhm. Dein ja, Pferd ist jetzt halt im Weg. Umdrehen und zurück und ich sehe ein Pferd. Ja. Ich mach eine Bindung. Und dreh um. Okay. Sechspunktbindung. Läuft die Bäschle wieder hoch und kommt gleich oben im Lager ankommen, sehen, dass die Pferde in eure Richtung getrieben sind. Die haben die gerade so geschafft aufzuhalten. Mhm. Und die Pferde wollten auch dahin, wo ihr seid. Mhm. Und ja, dann sagt er so, nächstes Mal, wo das Geräusch kam, hört es jetzt, also dieses, ne, das klingt. Wir sind ein bisschen höher, kann ich was sehen auf dem Weg? Ich bin ja auch noch zu, okay. Sehen kannst du gar nichts. Du hörst, wir hört nur alle dieses Klicken. Das Klicken hört aber, sobald ihr wieder bei den anderen steht, wieder kurz darauf auf. Mhm. Und auch dein Pferd zieht dann auch nicht mehr in die Richtung. Mhm. Nachdem das Klicken aufhört. Ich glaube, da unten wurde ein großer Fan von Pferdewurst. Mhm. Das, das war sehr seltsam, da unten. Hey, Mr. Bosser. Ja? Anführer der Indigenen. Habt ihr irgendwelche Legenden über irgendwas, was so Haut an den, was so klickende Geräusche macht und Haut an Hästen? Ich wollte gerade etwas noch sagen, ja, es ist nicht so hoch. Hinterlässt? War ein sehr merkwürdiges Ereignis. Habt ihr das aufgehört da unten? Ja, die Pferde haben darauf reagiert. Ja. Die konnten sie noch zurückhalten. Ja, das war ja lustig. Mhm. Die Pfeile, also genau, ihr fragt erstmal, was ihr gefunden habt. Was habt ihr in der Zwischenzeit herausgefunden? Also es sieht wirklich, also für meinen Geschmack etwas zu sehr nach einem geplanten Mord an diesen zwei Menschen aus. Also, ganz kurz, weil bevor ihr es vergessen, ihr dürft auch Bennys jedes Jahr einsetzen, wenn ihr was mitbauen würdet. Das ist eine Funktion, nur dass ihr es vergessen. Habe ich schon zeitweise auch wieder vergessen, ja. Ich würde sagen, das sieht sehr danach aus, weil als... Ihr könnt nur die wiederbekommen, wenn sie auch weniger werden. Ihr könnt über 3 kommen. Das heißt, ich kann euch keine geben, wenn ihr keine verliert. Kann ich für den Gag irgendwann bekommen? Vielleicht. Verdammt! Ich habe das Gefühl, der Charakter könnte wichtig werden. Ich würde das gerne für den Hauptindigenen benutzen, wenn das okay ist. Okay, ja. Betören plus 10. Oh, ist das direkt schon eine Abenteuerkarte? Ja. Gut, schalte mal geheim. Was habe ich eigentlich gemacht? Mhm. Ah, wie bietest du? Okay, ja. Kann ich lösen, was du hast? Ja, ich glaube, das bringt irgendwie von dir. Also, ich würde Angry Clouds und seinen 3 Freunden erzählen. Willst du mal sehen? Für mich, ich würde Angry Clouds und seinen 3 Freunden und auch meinen anderen 3 Freunden erzählen. Es sieht sehr danach aus, als wären diese 2 Weiße von... leider Indianern überfallen worden und gestellt worden. Sie haben erst geknetet, dann wurden ihnen die Kehle durchgeschnitten, und aber anschließend wurden sie nochmal gedreht und dann wurden die Pfeile hineingeschossen. Also mir sieht das ein bisschen danach aus, als wollte man euch die Schuld in die Schuhe schieben. Die einzigen Beweise, die aber erdrückend auf euch zeigen, sind die Pfeile und die Mokassinabdrücke. Könnte aber auch jeder gewesen sein. Diese Pfeile, das... muss etwas bedeutet haben. Und vor allem, was komischer sind, diese Fleischfesten und Laufwesten da an dem Gebüsch. Das auch. An den Ästen hingen. Irgendjemand hat sich davon gestohlen vom Tatort, aber wir konnten die Spur jetzt nicht weiter verfolgen. Dann ging dieses Flüstern und Pfeifen los. Und überall dieser Haut mit dem getrockneten Blut und...
Ja. Das war irgendwie widerlich. Die Person, die sich da davon gestohlen hat, schien sehr verwundet zu sein. Die hat da sehr viel Haut gelassen. Merkwürdig viel Haut. Mhm. Es waren ja sogar zwei Spuren. Eine Person barfuß, eine Person mit Mokassins, so wie ich es verstanden habe. Und diese Pfeile, ist eure Macher, oder? Die Pfeile sind von den Sioux, aber wir tauschen sie regelmäßig, damit die Weißen in den Hügeln ohne Gewehr jagen können. Hm. Ah, und noch wichtig. Es war den Weißen erlaubt, hier zu arbeiten, richtig. Dieses Gebiet hier, also es gab eigentlich keinen Grund für euer Volk, sie anzugreifen. Das ist richtig. Wir haben ihnen hier Besitzrechte abgetreten für Währung, damit sie hier Minenarbeit machen können. Oder Lager beschlagen. Alles noch sehr komisch auf jeden Fall. Aber wir sind an der Sache dran. Nochmal die Frage. Habt ihr vielleicht irgendwelche Legenden bei euch über irgendetwas, was hier in den Hügeln haust, komisch klickt und sehr viel Haut verliert? Und die Pferde scheu macht. Und einen Effekt auf Pferde hat? Ja. Wir nennen diesen Wald nicht umsonst den Pferdefresserwald. Dum, dum, dum. Name des Abenteuers gedroppt. Ein böser Geist lebt dort. Er frisst alles, was er am liebsten, aber am liebsten Pferde. Er spürt sie hier. Er ruft sie zu sich, wenn er erwacht. So heißen sie in den Legenden. Wir gehen nicht dorthin. Zu gefährlich. Aber wenn ihr das tun wollt, nehmt Salz mit. Geister hassen Salz. Was lockt denn diesen Geist an? Pferde. Nur Pferde. Nur Pferde. Also, und wenn Pferde, dann aber ohne Salz und Pfeffer, ne? Nur Pfeffer. Nur Pfeffer? Nur Pfeffer. Vielleicht hat das einen Pfefferkopf. Darf ich einen Benni abnehmen für den? Darf ich einen Benni abnehmen? Leider funktioniert sein Charakter so. Das ist ja auf jeden Fall seltsam. Ich, sind das neue oder alte Mokassins? Das kann ich leider nicht bewerten. Ich bin nicht so vertraut mit euren Völkern. Also ich wüsste ja, auch, denn auch die Mokassins bekommt man bei uns sehr leicht im Tauschhandel. Auch die Weißen bekommen das sehr leicht. Ich bezweifle nämlich, dass Nevers Mind in dieser Jahreszeit neue trägt. Das alte Paar ist in die Knute führt, ist aber wahrscheinlich seine Spur. Naja, dann. Ich meine, er weiß, wo die Spuren sind, kommt doch mal kurz mit und er zeigt euch die Spuren. Vielleicht könnt ihr ja rauslesen, ob das neue oder alte Mokassin ist. Ja, aber wir wollen da nicht bergab gehen. Sehr gefährlich. Nein, da im Lager war das ja, oder? Was jetzt? Mit den Mokassins. Die Mokassins-Spur, wo sie meinen, dass das Never Smiles wäre, die hat die Böschung runtergeführt. War die Spur nicht auch im Lager? Die war auch im Lager, ja. Also sie könnten die Spur sich einmal ansehen, aber haben sie ja anscheinend, da sie vermuten, dass das Never Smiles ist. Naja, aber sie haben ja gesagt, sie wissen, sie haben nicht gesagt, ob es neue oder alte sind. Dann meinte ich, sie können ja mal bei den Spuren schauen, ob sie es rauslesen, weil sie eben mehr Ahnung von neuen oder alten Mokassins haben. Ja, schaut euch das gerne selber an. Also hier sind überall Mokassins-Spuren. Aber ich würde sie explizit auf die Spur, die die Böschung runterführt, deuten. Erkennt man an einem Schuhabdruck, ob die alt oder neu sind? Die können das. Okay. Und Sioux. Ob die abgetreten sind oder ob die in die Ecken gibt es sind. Die werden wahrscheinlich gute Werte haben, die Spuren lesen. Gibt es bestimmte Zeiten, wenn dieser Geist auftaucht? Ich wüsste nicht. Ja, es war mal eine Legende, aber wir glauben sie. Anscheinend sind wir gerade ihm ja knapp entgangen. Also, ist der auch für Menschen auch gefährlich? An die Grenze, des Waldes. Ist der auch für Menschen gefährlich? Weil würde er auch Menschen essen. Das ist schlecht. Also die Spuren führen in diesem Wald ein, wo dieses Ding... Ja, es muss einen Grund geben, dass Nevers Mind da freiwillig runterläuft. Wahrscheinlich um sein Leben. Das heißt, wir sollten die Pferde am besten hier lassen. Ja, aber wie gesagt, ohne Salz solltet ihr nicht weitergehen. Habt ihr zufällig Salz da anstecken? Nein. Hat jemand von euch Salz? Nein. Nur das Salz von unserem Chef, wenn sie wieder Rücksalz zählt. Also, das wollte genau so sein! Du sicher, du hast ein bisschen Salz gesehen, hier bei dem Tisch von denen, aber das ist sehr wenig, das würde wahrscheinlich nicht viel ausweichen. Salz ist auch nicht gerade billig. Warum müsste man voll? Du müsstest auch zusammenlesen, ne? Naja, so. Warum müssten wir wieder zurück ins Dorf? Aber vielleicht hat der Laden was. Es gibt eine nähere Quelle. Ja. Die Freunde Schamanen streiten plötzlich auf Sioux mit ihm. Angry Cloud antwortet bestimmt und fährt dann fort. Also die streiten, diskutieren kurz miteinander. Ihr versteht kein Wort, weil keiner von euch kann Sioux, außer ihr seid indigene Charakter. Seid ihr nicht, deswegen versteht ihr kein Wort. Kurz darauf sagt er dann zu euch, in der Nähe wohnt ein Händler. Er hat wahrscheinlich Salz. Er folgt nicht den alten Wegen. Deshalb fragten ihn meine Freunde als nicht als Feind in eurer Sprache, sondern eher so etwas wie einen Firr. Nevers Mind ist seit gestern Abend verschwunden.
Wenn sie uns helfen, befürchte ich, dass eine weitere Reise nach Deadwood sein Schicksal beflügeln wird. Besiegeln wird, sorry. Aber wir bitten euch um einen Gefallen. Da ist jetzt eure Entscheidung. Was macht ihr? Bevor das am schnellsten geht und euch am besten hilft, würde ich sagen. Also wenn er mit meiner, wenn er nach Deadwood zurückkehrt, wird er wahrscheinlich... Mhm. Zurück ins Dorf oder zum verrückten Indianer? Alternative 3 wäre volles Rohr nach vorne. Jetzt ist diese Spur heiß. Ich bin neugierig. Nun, ich weiß nicht, Salz scheint zu helfen, aber Blei hilft immer besser. Mhm. Wenn du so zuversichtlich bist. Auch gegen Geister. Du zuerst. Das waren ja keine Geister, sondern Monster. Ja, aber wie gesagt, der Geist taucht auf. War das jetzt ein Monster? Der Pferdefresser ist ein Geister. Ein Geist, okay. Das ist immer ein schwammiger Zustand. Was? Wegen Salz. Was haltet ihr? Ja, sorry. Aber du, Lars, weißt zum Beispiel, Salz gegen Geister, jo, wenn dann diese Blutspuren kommen, weniger kommen wahrscheinlich von dem Geist. Und da würdest du eher sagen, das kann man wahrscheinlich, diese, was da Blut gelassen hat, fetzen, was nicht, mehr, also, was nicht menschlich wirkte für dich, so insgeheim für dich, würdest du sagen, kannst du wahrscheinlich erballern. Was blutet, kann auch sterben. So. Ja, was haltet ihr, und damit schließe ich auch den Spielmeister ein, von der Idee, ihr zwei sucht diesen Händler auf und wir beide, Großmaul, wir schauen uns mal diese Spur jetzt etwas genauer ein. Und wenn es zu gefährlich ist, brechen wir ab. Gefährlich? Weil ich bin neugierig, die Spur ist heiß, ich möchte wissen, wo diese blutigen Fußspuren und die Mokassins hinführen. Mhm. Also, schickst du die beiden, die was gegen übernatürliche Dinge auch so tun können, zum Händler, während die beiden mit physischen Waffen zum Geist gehen. Ich kenne euch ja noch nicht so lange. Und wir haben im Gehirn alles blutet. Weiß, das ist der Priester. Das stimmt auch wiederum. Du entscheidest. Ich sag dir, das ist vermutlich von der Aufteilung her die suboptimalste Variante. Ja, okay, also deine Fähigkeiten kenne ich vielleicht nicht, aber der Priester wäre schon mehr bei mir bliebe, ja. Vor allem, der Priester bleibt hier, weil der kann die Toten auch schon mal weinen. Wir sollten mal alles bald Ruhe lassen. Und den Bosskiller schickst du weg gegen den Boss. Meinst du, vielleicht aufteilen ist vielleicht allgemein vielleicht nicht die beste? Ja, ich warte mal Tobis Reaktion ab. Der liest ein bisschen und guckt dann, ob das eine gute Idee ist. Wenn nicht, gehen wir einfach alle zusammen zum Händler. Das fände ich, glaube ich, ich nehme aber nach Deadwood zurückkehren ist eine doofe Idee, oder? Findet ihr auch zwei Stunden. Ich benutze den als Tipp, ob aufteilen, ob mein Bauchgefühl. Weibliche Intuition, wenn du jetzt sagst, bitte teilt euch nicht auf, habe ich ein Bauchgefühl, dass wir es nicht aufteilen. Gute Idee, habe ich vergessen, dass man die auch so anwenden kann. Also Sören hat einen Chip eingesetzt, um einen meisterlichen Tipp zu erhalten, ja. Richtig, aber jetzt Benny. Also, ne, wir wollen zum Beispiel auch verhindern, dass nicht wir jetzt welche zum Finale gehen schon und alles überspringen, was passiert und die anderen machen irgendwie alles andere. Das wäre doof. Also, ihr habt irgendwie das Gefühl, ihr braucht Salz und habt ihr keine Schnitte. Okay. Mhm. Nennt es weibliche Intuition, aber ich glaube, wir sollten erstmal ein bisschen Salz organisieren. Also, ne, ziemlich sicher, ne, weil du den Benny eingesetzt hast, du hast das Gefühl, Himmelsfahrtskommando, wenn du da rum. Mhm. Und das. Ja, würde ich so sagen. Auf einmal doch nicht mehr so groß, Maul. Ich kenne meine Fähigkeit. Mach eine Frage, die ich nur wissen will, nach Deadwood zurück oder nicht? Nein. Keine Chance. Dann gibt uns die Pferde. Was wollen die Sioux machen? Gibt uns die 4 Pferde und wir machen uns auf zum Händler. Wenn ihr uns am besten sagt, wo genau. Ja. Also ihr hättet, ne? Aufteilen, ja, okay, wäre vielleicht trotzdem gegangen, aber das Gefühl ist halt mit Salz wäre es sicherer auf jeden Fall. Mhm. Geht es gut so. Okay, ja, da steht alles Mögliche, wenn er sich nach Deadwood zurückkehrt, wenn ihr den Kuckuck schließt. Deswegen habe ich schon mindestens Dutzende von diesen Typen gefangen und bei dir, wovon du Dutzende einfängst, sind Backpfeifen. Bin ich mal gespannt, wie du das einfängst, auf das wir jetzt stoßen wollen. Daraufhin, dass ihr sagt, wir wollen zum Händler, schickt er seine 3 Gefährten weg. Mhm. Sie nehmen ihre Pferde und reiten ein kurzes Stück zurück zum Hauptweg, wobei sie ihrem Freund einen misstrauischen Blick zuwerfen, während sie gehen. Er wartet, bis sie aus Sichtweite sind, dann nimmt er einen vom Regen beschmissene Tasche von der Seite seines Pferdes und wirft sie ihm zu. Also dem Sioux. Ihr wisst nicht, was da drin ist. Die reiten auf jeden Fall weg. Mhm. Und dann sagt er, ja, ich werde euch dann begleiten. Mhm. Eure 3 Krieger, die... Kehren zum Dorf zurück. Okay, gut. Seid versichert, wir geben uns ja alle Mühe. Also, keine Grund für Misstrauen.
Und wenn ihr denkt, dass euer Freund noch lebt, wenn wir uns beeilen, dann würden wir das vermutlich auch tun. Das ist also gehen wir alle jetzt zum Händler. Mit Pferden und einem Sioux. Ja. Mit. Dann zum Händler. Okay. Genau. Guter Schrotten geführt. Er ist ein Schamane, weil er euch jetzt auch was noch sagt. Mhm. Also, ne, er ist der Schamane des Dorfes. Ist weiter in Angry Clouds. Genau, Angry Clouds, ja. Angry Clouds führt euch etwa 3 Kilometer weiter weg durch eine unbeschädigte Wälder, bis auf alle auf einen von Heu von Karren fahrenden Weg stoßen. Lasse die Helden auf dem Weg dorthin eine Reitprobe ablegen. Oh ja! Möchte jemandem helfen, bevor wir würfeln? Was soll das für ein Weg? Ah, da verlieren wir dann unsere Probe, wenn wir helfen, weil das ist, glaube ich, das Problem. Wir helfen uns, glaube ich, selber was. Auf jeden Fall müsste man es vorher ansagen, was haben wir gelernt. Nee, ich habe W4. Ja, ich bin. Oh, 4 und 3 hast du geschafft. Das ist eine 1, das ist eine 5. Ja, warte mal. Du hast doch ein 2er Schwert, oder? Ja, er dürfte den 4er ja nochmal würfeln. Hast du einen 4er geworfen? Eine 4? Ja, ich habe ja Reiten an sich nicht, deswegen habe ich ja den 4er. Genau. Ja. Aber du hast eine 4 gewürfelt. Ja. Darfst du ja nochmal würfeln. Ja, hat er. Darf ich eine 4er nochmal würfeln? Ja. Eine 3, 2 werden abgezogen, ist knapp erst mit einer 5 geschafft. Mhm. 1 und 5. Jo. Achso, ja. Nur 1 und 3. Ja, reiten, schmeiten, aber. Okay, ja, keiner hat vorher einen kritischen Fehlschlag, darum geht es hier mit Kraut. Okay. Also, selbst beim Erfolg spürt ihr alle, wie es ihre Pferde wieder zurückbringt und diesen Wald die Berge hinunterzieht. Aber behalte die Kontrolle. Auch aus dem Glas. Du hast ein bisschen mehr Probleme, die Kontrolle zu behalten. Also, die Pferde werden anscheinend wieder da runtergehen. Ich hab mich eh schon blamiert, ich hab keinen Ruf mehr zu verlieren. Hast du es gesagt? Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass er eine Stute wild macht. Hm. Ich bin halt für meine Frau. Ich bin schwul. Entschuldigung, das erste Mal, dass du einen Hengst wild macht. Macht's besser? Kennst dich aber gut mit Pferden aus. Okay, also ihr reitet weiter, knapp 2 Kilometer vom Camp der Bergarbeiter entfernt, befindet sich eine Reihe von unebenen Lagerplätzen entlang der Yellow Creek Road, auf der ihr jetzt gerade seid. Auf beiden Seiten des Weges sind zahlreiche Bergleute zu sehen. Sie kochen, reparieren ihre Werkzeuge oder sitzen den wieder einsetzenden Nieselregen aus. Die meisten sitzen in ihren Zelten, um sich vor den Regen zu schützen und blicken mit harten, mürrischen Augen zu euch hinaus. Ein paar nicken Angry Clouds oder euch zu, aber die meisten kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Entlang des Weges sind hier und da einige Flugblätter verstreut. Dass mal ein Flugblatt rumfliegt? Ja, genau. Jetzt ich habe kurz gewartet, ob jemand möchte es mal angucken, genau. Ja, doch. Ich werde auch irgendwas gefangen. Dann lest ihr darauf. Brüder und Schwestern, kommt zur Kapelle der Roten Wasser in Deadwood, im Dakota-Territorium. Wir bieten Nahrung für Körper und Seele. Und dann unten ein Zitat aus Jesaja 1,19. Wenn ihr bereit seid zu hören, sollt ihr den Ertrag des Landes genießen. Nach der Hälfte, wo es mit der Kirche hilft, das lasse ich ihn schon wieder fliegen. Oh, an sich ganz so blöd. Ich würde mal so in die Runde werfen, ach diese... Diese neue apostolischen Kirchen brechen auch auf den Boden wie Pilze, du. Ja, ihr habt eins der Flugblätter in die Hand bekommen, sagt doch auf einmal, der neben euch in der Nähe stand. Gezeichnet Joseph Seed. Ja. Ein paar Politiker kamen gestern hier vorbei. Genau zur Zeit des Abendessen. Wir verteilen diese Flugblätter. Die sind hier oben aus anderen Kunden nützlich, wenn sie wissen, was ich meine. Deshalb haben wir alles, was sie uns gegeben haben, an Flugblätter. Mhm. Ich versuche nicht zu tief darüber nachzudenken, aber ist wahrscheinlich noch die beste Anwendung dafür. Wir sprachen davon, jeden, der zu der Projekt kommt, zu verköstigen und gutes Essen und starken Wein zu servieren. Also denke ich darüber nach, daran Zeit zu nehmen.
Das Leben hier oben in den Bergen ist hart und ich könnte ein paar wenig zusätzliche Kraft gebrauchen. Guter Wein. Ich denke nicht, dass die besser wirtschaften als ich. Also. Hast du guten Wein dabei? Gerade nicht, aber siehst du. Wenn du Glück hast, sind wir heute Abend nochmal im Grand Central Hotel. Die haben. Na gut. Ja, darauf würde ich dir wahrscheinlich weiterreiten, oder wie immer noch? Ja. Ich bin zu dem Ende. Das ist mir halt wirklich egal. Dem Dude nichts fragen. Nein, ist gerade so passiert. Ich sollte eigentlich zu Entlassung. Also immer ihn hinterher. Ich bin das Ding hätte ich kurz angehalten, als ihr den geredet habt. Ein geklaut, oder dann wäre der weiter mitgegriffen. Ja, so. Ja, ne, was soll man jetzt fragen? Ich würde mich beraten, dass ich immer noch darum den einen in die Gegend zu retten. Also. Find dein Glück, werter Bergmann. Dankeschön. Ja, in der halben Meile kommt die Gruppe zum Wagen eines Markthändlers, der bereit aufgebaut und gewürfelt ist. Ein hager aussehender Mann mit blauen Augen, schwarzen Haaren, einem abgewetzten Mantel und Bowler tritt hervor. Henry Cloud singt ihm zu. Das ist Trader Dick, auch bekannt als Takoda. Er ist halb Sioux, halb nicht Sioux. Er wandelt in unserer Welt und ist in der Welt des weißen Mannes. Ich glaube, ich hätte die Bergleute dazu bringen können, dahin zu kommen. Erst schürfen, dann schlürfen. Gut angenommen, dass du mich hier mitnimmst. Spielschulden sind Ehrenschulden. Du hängst da genauso drin wie ich. Wieso ist die nochmal da? Weil es hieß, die kann gut schießen. Aber ich dachte, damit ist ja Schießeisen gemeint. Ich bin zum Schießen komisch. Ich decke beide Felder ab. Der Code. Nicky Hart. Ich esse es. Wie ein Gänseblümchen. Takoda tritt vor. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Fragt er im klaren Englisch mit leichtem Akzent. Salz. Ich bin auf der Suche nach Salz. Salz. Ein Sack mit einem halben Kilo kostet jeweils einen Dollar. Ich weiß, dass es ein One-Shot ist. Also nur zur Beurteilung für euch, das ist extrem teuer, aber auch ziemlich normal hier oben in den Hügel, wo Salz und Handel im Allgemeinen Mangelware sind. Ich höre so einen Blick über die Schulter zu unserer Führungsperson. Wie viel nach euren Legenden so sollten wir mitnehmen? So wie wir hier tragen können. Ich zieh erstmal 4 Dollarnoten und sag für jeden Sack. Genau. Boom. Gut. Dann gibt es ja euch alle einen halben Kilo. Ja. Sagt er. Ja. Er hätte übrigens auch noch andere Waren, darunter Munition, ähnliches, falls die Truppe aus irgendeinem Grund verzweifelt sein soll. Ja, gut, wir sind relativ ausgerüstet, weil wir gerade ganz frisch ins Abenteuer gestartet sind mit. Ich gebe dir noch einen Dollar für den Sack und gebe den Sack an unseren. Hm? Nee, der ist ja nicht von uns, sagt er auch. Hat er was zu trinken, ja? Ja. Ich nehme. Ein Sack Salz. Ich kaufe mir noch mal was zu trinken. Ist ja hier warm und schön. Schönes Hemd auch. Ja, ja, so ein bisschen, also so ein Wasser, eine Pulle Wasser und eine Pulle Wein. Das ist 50 Cent. Insgesamt? Ja. Und dann würde ich noch einen Sack Salz so ein Rindotfall. Dann noch einen Dollar. Ja, 2 Dollar für dich. Ein halbes Kilo ist echt schon viel Salz, finde ich. Ja, aber kommt drauf an, wenn wir ein Pentagramm damit auf den Boden streuen müssen, wie viel Salz braucht man dafür? Wir müssen also deswegen schon mal einen Kreis investieren. Wir sind einmal schon mal, dass wir geschützt sind. Deswegen Notsalz. Ja, aber wie viel 100 Gramm Salz braucht man, um so einen Kreis zu ziehen? So? Wissen wir, wenn du den so aufmachst? Und ja, das so ist Okkultismus. Ja, Okkultismus. Vielleicht. Fasten, stimmt. Würde ich auch, weil muss ich wissen jetzt. Ja, das ist ein Fail. Oh. Ja. 2,50. So ein bisschen Salz, das reicht schon. Muss nicht mal ein ganzer Kreis sein. Ein Halbkreis reicht. Ein Halbkreis reicht. Eine 5 immerhin. Aber ich hatte jetzt mit besserem Erfolg. Ich will auch nochmal einen Sack holen. Dollar. Ja, ist egal, weil jeder hat. Hast ja da, wie viel hast du als Priester? Jeder hat eh irgendwie so 100 Dollar dabei, ja, oder so. Okay, ich nehme noch 99 Säcke. So lange ich eigentlich. Wunderbar.
Ich hatte einen einfachen Erfolg mit einer 5. Bei Okkultismus. Ja, also du wirst wahrscheinlich einen Teil, also du wirst mindestens die Hälfte dieser halben Kilo brauchen. Für eine um die Show. Na, 52 Gramm. Wenn du einen ganzen Ort hast, also wenn du willst überlegen, ja, wenn du einen großen Ort damit, da brauchst du schon wahrscheinlich mindestens 2 dieser Säcke. Wenn du jetzt wirklich groß und krank und alle rummachen würden. Mhm. Okay, dann sagen wir der Einfachheit halber mal so: Es kriegt jeder 2 Säcke und ich nehme 4. Okay, dann kriege ich noch 2 Fahrrad. Ja, also. Ich habe 3. Ich habe 1 Kilo Seil. Ja, ich wollte es jetzt einfach halten, sodass jeder eine gerade Anzahl hat. So. Mhm. Ja, aber wenn du sagst, jeder kriegt von dir 2 Säcke, die haben jeweils noch einen. Ja. Ja, wenn ihr euch privat noch welche kaufen wollt, ich wollte es halt simpel halten. Mhm. So jeder hat 2, also wir hätten insgesamt 6 Säcke oder so. Also wieder kaufen wir wohl. Er hat noch ein paar. Achso, ich bin hier schon. Unsere Pferde sind normal ausgerüstet mit, ne, wie das alles heißt, und Leine, sodass man die festmachen könnte, müssen wir nicht auch gekauft. Okay. Ja, aber 12 Säcke insgesamt dabei. Das reicht safe. Mal schauen. Weißt du was? Wie viel hat der Zucker? Das andere weiße Zeug. Ja. Und wenn sie auch noch das dritte weiße Zeug haben, müssen sie kurz. Er lacht so ein bisschen. Das macht 2 Dollar. Jo. Für die Selberringe. Zucker ist mehr wert, also. Jo, zieh mir ab. Nee, wir verwechseln in einen Salz Zucker mit einem Salzsack. Das ist aber Zucker. Ein Sack. Okay. So, Geist! Christ no compels you, und dann sagt es, läuft es auch drüber. Ja, ja, und? Ups, das war ja Zucker. Einfach 10 Dollar für Salz ausgegeben, ey. Vor allem, wenn du überlegst, dass 10 Dollar auch der Monatslohn von so einem Bergarbeiter ist. Mhm. Also, du hast gerade einen Monatssold einfach ausgegeben an Salz. Ja. Aber ich habe keinen Bock zu sterben. Ich guck dich an, Zucker. Für die Pferde. Die lieben. Leg meinen Finger ein, mach meinen Finger dabei. Ja, ist Zucker. Pferde lieben Zucker. Mhm. Ja, da ist ein Vieh, das unsere Pferde verrückt machen will. Bitte gib dem Pferd keinen Zucker. Ich glaube, ich kann dir noch nicht ganz folgen. Pferde naschen gern Futter und wir denken, sorgen dafür, dass sie sich konzentrieren. Mhm. Indem man ihnen Zucker hinhältst. Ja, und sie sind darauf fokussiert, anstatt wegzurennen, Zucker zu schleppen. Naja, wenn das anderes sie ruft, das nicht von der natürlichen Erde ist, weiß ich nicht, ob das was hilft. Hunger und Durst. Hat er geklaut. So. Was willst du dich eigentlich an? Wir helfen dir, ich bin auf deiner Seite. Ja, deswegen gebe ich dir einen Tipp, dass das wahrscheinlich die Fans schon abhalten, jetzt zu diesem Kreatur zu laufen. Laut dem Legend. Wie wär's mit Seilen? Ich bin da etwas pragmatischer. Gut, mach mir halt Zuckerwasser. Hätte der Seile oder. Nee, Taue ist maritim, aber Seile. Schau nette. Man ist ein Bäcker bei der Shop hier. Ja. Da waren wir 4. Von der Pferde bitte nicht so viel Zucker, sonst können sie hochfahren. 4 mal 2 Meter Seil oder so. Du kannst vom Pferd ein Kilo Zucker geben, problemlos. Also die müssen noch ein Laminitis bekommen. Nee, die können ab einem gewissen Prozent, ich war mir auch gerade unsicher, aber bis zu Kilo. Ich überlege gerade, ich muss gerade gucken, was kostet die Deadlines, ehrlich gesagt. Ja, okay, ist schwer, ja. Wir haben jetzt noch nicht so eine große Tabelle dafür. Aber ja, 2 Meter Seil für jeden. Wir haben das Deadlines Hauptding, du Lars. Kannst du mal gucken, ob deine Preisliste ist, mal ganz, also eine normale Gegenstände. Ansonsten gucke ich normalen Deadline. Ich glaube nicht. Billige Ausrüstung. Das war das letzte Desperados, ne? Das bitte nochmal, bist du dir sicher? Oder was? Das vorletzte. Nice, dann hol ich mir noch eins. Oh ja. Ich hätte auch keinen Zucker holen müssen. Niki ist nicht genug. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Aber hier ist. Müsste ich nicht wo stehen, aber guck. Normaler Gerät. Ausrüstung. 20 Meter kosten 5 Dollar. Okay, ja. Nur vor das selbe. Mhm. Trägt sicher, oh, ich kann es ja übergeben, aber ich lese mal kurz vor. Trägt sicher 150 Kilo. Mhm. Würfel 1W6 pro zusätzliche 25 Kilo pro Minute oder immer dann, wenn das Seil unter Spannung steht. Achso, ja, okay, wenn man die 150 Kilo überlastet. Gut, ein Pferd wiegt mehr als 150 Kilo.
wenn es wirklich halt mit aller Kraft sich losreißen möchte, dann würfle ein W6 pro Minute. Also könnte relevant werden. Also, ja. Wie gesagt, 2 Meter für jeden. Warte, Mann, keine Ahnung. Ziehen wir einfach nochmal $2 ab oder so. Oder 3. Sugar Daddy gibt Geld aus. Ich hoffe, warte, ich gebe ihm den Zucker. Jetzt ist er Sugar Daddy. Ich hoffe, jetzt kriege ich durch die Ergebnisse gedeckt. Achso, ich hätte noch drauf zeigen können, aber hast du gefunden. Na, ich ziehe mal $5 ab. Ich ziehe mir einfach $5 ab. Du willst keine Kennzeichen verkaufen. Du willst sagen, nein oder überlegen. Okay. Es gibt noch Lampenöl und Bomben. Ja. Ja, daraufhin der. Okay. Aber wenn ich mir $5 ausgegeben habe, bekomme ich dann noch 20 Meter Seil oder ist es einfach teuer? 20 Meter Seil. Okay, dann für jeden 5 Meter Seil. Mhm. 5 Meter Seil, ja. 154 Dollar. $15 gelatzt. Also wieder so weh tut. Hm? Wieder so weh tut. Ja, aber das ist, glaube ich, echt ein kleines Vermögen damals. Ja. In deiner Position, glaube ich, solltest du schon ordentlich Geld haben. Ja, das geht ja um Leben und Tod, ja. Aber sollten wir keine halben One-Shot. Ja, aber sollten wir keine halben Sachen machen. Bis jetzt. Ja. Kann denn jeder das Talent fesseln? Nein. Nein. Ich glaube keine. Na, was wäre das denn? Also Geschicklichkeit? Nee, es gibt schon, ich vermute fast, es gibt dafür wirklich ein Talent. Wahrscheinlich schon, ja. Aber dann, ja. Geschicklichkeit ist nicht so weit weg. Also was ist ganz gut? Liebespiel, kann man so sehen. Ja, guten Knoten sollte eigentlich jeder irgendwie können mal im Leben, aber ja. Ich finde den Index immer gut. Dass ich das dann als Kopfkette nicht ich aus der Bild, weil ich Index stehen. Ja. Aber. Oder Index. Darf ich mal? Also. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber. Ja. Da ist es um ihn geschehen. Irgendwie klaut es, wie du quasi warten, bis ihr fertig seid. Und dann würde ja auch quasi darauf denken, dass ihr gleich wieder zurückgreift. Ja, wir warten, bis die bösen Wolken weggezogen werden. Naja, ich würde fesseln auf Englisch. Ich würde mich alles noch nicht auf den Programm machen und wieder losreiten. Gute Frage. Sie haben alles, Madame, auf Englisch. Ja, ich habe alles. Mal sehen, ob das wir genug haben. Bondage. Tie, keine Ahnung. Tie up, ja. Nee, ich würde nicht weiter verzögern. Also ich würde Seil und Salz kaufen. Aber danke. Und ja, was kann man sonst gebrauchen? Bestimmt einiges, aber. Man könnte jetzt noch, wenn es einem nicht so egal wäre, das Geld, ich könnte zum Beispiel noch meine Marke der Agency ziehen und damit, wenn es ein gesetzestreuer Typ ist, dieser Dakota oder wie er sich nennt, ihn damit ein +1 auf Überreden rauslocken, ihn quasi ein bisschen zu runterzuhandeln. Und das könnte man noch machen. Ich würde fast vermuten, dass es in dem Setting so ist, dass es je nachdem das Talent ist, wo es dazu passt. Also Pferd festbinden wäre mit Seil zum Beispiel reiten oder Fallen stellen wäre mit Überleben hier Dingens. Vermutlich ist es so, dass es einfach bei dem zu passenden Talent dazu gehört. Mhm. Würde halt voraussetzen, dass es ein gesetzestreuer Typ ist. Ich schätze ihn eher so ein bisschen neutral ein. Ich weiß nicht, ob der regierungstreuer Amerikaner ist. Er ist ja so, ne, er ist ja beides. Hier und der Tanz zwischen den Welten. Ja. Können wir noch einen Apfel, was zu essen? Wir sind ja wahrscheinlich ein bisschen unterwegs, Leute. 5 Cent. Ja. Tu, was du hier lassen kannst.
Das ist auch noch Zeit, 5 Cent für den Apfel. Ja. Ja, dafür hast du irgendwie den ganzen Tag für 5 Cent gearbeitet. Ja, das heißt, mit meinen 15 Dollar habe ich gerade was? 100 Äpfel, ne, mehr, 150 Äpfel ausgegeben. Ja. Wie gesagt, in der Liste stand drin, so ein durchschnittlicher Soldat oder so, irgendwie so ein zarten, weiß ich, Private oder so, bis 8 bis 10 Dollar. Also du hast halt einen Monatslohn ausgegeben, umgerechnet für das, für Seife. Das ist auch sorgenfrei, das ist nicht günstig. Wie gesagt, es geht nicht nur metaphorisch um Leben und Tod. Mhm. Ja. Also, schön Apfel. Salz und Seil und dann ab die Luzi zurück zum Tatort. Mhm. Ja. Ich meine, wir alle wissen, an Apple a Day. Keeps the Pferdetöter awake. Keeps the Pferdetöter awake, genau. Ja. Jo, ihr kehrt zurück und reitet den exakten Weg wieder zurück. Mhm. Aber auf dem Rückweg zum Pferdereservat sind die Pferde weiterhin unruhig und aufgeregt. Ich lasse alle wie zuvor würfeln, diesmal allerdings mit einem Abzug von -2. Oh je. Das heißt, eigentlich nur mit einer 6 auf den Wildcard-Würfel. Geschafft habe ich es nicht, aber auch kein kritischer Mittel. 2 oder 5. Also nicht geschafft. Noch nicht geschafft nochmal. Nope, oh, eine 4. Der ist. Ja. Das heißt, komm schon. Nein! Das dachte ich mir, aber du kannst ja trotz explodieren trotzdem immer noch nicht schaffen. Ja. Machst du leise auf jeden Fall. Also ich hab's nicht geschafft, aber hat auch keinen Glück mehr. Ja. Unmittelbar. Passiert jetzt nichts tatsächlich. Aber ihr merkt halt, das, also ihr habt wieder gehört, dieses Geräusch. Da wurde wieder versucht. Mhm. Und diesmal hat es anscheinend auf die Pferde nicht so den größten Einfluss. Aber das seltsam. Weiter weg seid. Vielleicht. Mhm. Können wir einfach mit. Genau. Ganz ruhig, Dörte. Warte. Dörte. Könnte auch Dieter gewesen sein. Hat mal kurz nachgeguckt. Mhm. Ja, ihr kehrt zurück zu dem Lager und stellt fest, ihr seid nicht mehr alleine dort. Da sind ein paar Leute, die sich am umgucken. Und zwar, hier stößt auf einige Fremde, die den Sarg untersuchen. Ein Mann trägt unter einem billigen Reitermantel und einem Strohhut einen weißen Anzug. Ein anderer Mann im dunklen Anzug und Regenmantel kämpft sich im Nieselregen unter die Plane einer Kamera und hört ihn mit schwerem italienischem Akzent 3, 2, 1 sagen. Die Kamera schickt einen Blitz über die makabre Szene und ein dunkelhaariger Mann taucht in der Verkleidung der Kamera auf. Und ein Genau, sind quasi zu tot. Einer von den Personen, und zwar der mit dem Gucken. Genau, der Blonde. In dem weißen Anzug. Der läuft euch zu. Wie viele sind da ungefähr? Zu dritt sind sie. Zu dritt. Kameramann. War 3 schaffen wir. Mr. Chef, ich glaube, der wird 4. Ja, ich würde ihn. Ja, er läuft auf uns zu. Ja. Ich grüße ihn. Howdy, Partner. Ich bin kein Texaner. Ja, er geht auf zu und macht dann so sofort so. Halt, ein Tatort, bitte schon anbringen. Mhm. Das ist uns bereits bewusst. Und ihr seid? Mein Name ist Lacey O'Malley. Ich bin aus Ireland. Hört man. Land der Eier. Aus Ireland. Er ist blondhaarig und er hat einen schicken Anzug. Hallo, meine Freunde. Das ist offensichtlich, dass wir es hier mit Schuhkabinei zu tun haben. Und ich würde es begrüßen, wenn Sie den Tatort nicht durcheinander bringen würden. Mhm. Zu spät. Ja. Zu spät, wir sind bereits an der Sache dran. Sie haben sich schon umgeschaut. Ich darf mich vorstellen, Cajun Moss Springsteen. Die Marke. Ja. Ich glaube, du kommst jetzt nicht von mir. Ich glaube auch. Sieht er denn, einmal einschätzen, sieht er wie ein offizieller aus oder wie so ein Typ? Hat er so einen Stern oder sowas? Genau, hat er einen Chevy-Stern oder sowas? Nein, er sieht sehr schick aus. Ich würde mal sagen, mindestens einer von euch erkennt ihn tatsächlich dann aber auch. Okay. Er ist nämlich Lacey O'Malley, das ist der rasende Reporter des Tombstone Epitaph, also der bekannteste Zeitschriftenleser. Ah, der hat mich das öfter. Also er kennt ihn daher sogar alle. Also der ist so der.
Der kennt mich. Einer, der druckt immer die Wahrheit in seinen Artikeln. Also Gegenteil von diesem Schrumpfblatt, den du vorhin gesagt hast. Hier. Das ist genau dieses Schrumpfblatt. Er schreibt für dieses Schrumpfblatt. Ach so. Aber er behauptet, er würde immer die Wahrheit in seinen Artikeln. Okay. Wie schnell ist denn das Bild von diesem Fotografen fertig? Boah, dann gehst du vielleicht zu wenig aus in dem Setting. Ja? Bist du Fotobomben? Ich weiß nicht, wie die Zeit gedauert hat. Kenne ich mich auch nicht gut mit aus. Du machst ein Negativ, das muss halt weg. Also die haben erstmal nur das Negativ. Ja. Das dauert, glaube ich, noch. Dann braucht das noch. Also ich kann mal kurz gucken. Ja. Aber ich glaube, selbst das Negativ braucht ein bisschen. Also ich würde mich jedenfalls vorstellen als Cajun Moss Springsteen. Und ich würde sagen, ich bin im Auftrag des Sheriffs hier. Mhm. Ich würde mich sehr interessieren, was ihr herausgefunden habt. Wir sind noch an der Sache dran. Und ich einen Artikel darüber schreiben. Keine Interviews, Christopher, abgeschlossen ist. Genau sowas in der Richtung würde ich sagen. Ich bin Lazy O'Malley. Mhm. Und ich bin Cajun. Man kennt mich. Kennt man euch? Noch nicht, aber wenn ich diesen Fall aufgeklärt habe, bestimmt besser. Ja, aber dann genau, weil man dann euch besser kennt, weil ich einen Artikel über euch vorher geschrieben habe. Ihr werdet bekannt. Man kennt uns nicht und das ist ganz gut. So. Mhm. Wollte ich nach meiner tollen Artikel an? Ich würde gerne mitkommen. Ich würde gerne eure Entwicklungen begleiten. Ich könnte ja vorgehen, wenn das Mario, hier, mein italienischer Fotograf, macht die besten Fotos des Landes. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein Ort... Wir werden diese Mörder, die das getan haben, fotografieren. Also wenn ihr das wollt, ich kann euch zeigen, wo ihr hin müsst. Da findet ihr das auf jeden Fall. Dafür müssten wir sie ja erstmal fangen. Ja, genau, werte Herrschaften, da sind wir gerade noch dran, sie zu fangen. Wenn wir sie gefangen haben, könnt ihr sie bestimmt in der Zelle besuchen. Der Engel Klaus guckt euch so an. Meine Licht, ihr könnt helfen, wollt ihr das? Okay, ja. Nee, also, ich wüsste nicht wie. Ich würde mich so nur wollen, die Konzentrationsteile. Wenn das ausschlachten und wenn das schief läuft, würde das ganze Land denken, wenn der jetzt schon in seinem Blatt schreibt, dass dein Volk daran schuld ist. Ihr könnt nachher dann ein Foto von mir machen, welche die Mörder angepackt habe. Dann wird der guckt irgendwo dazu und der sagt so, oh, haben sie mich gesagt, dass sie einen Ausweis dabei haben? Guckt, Engel Cloud sagt das. Ah, das ist schwierig zu erklären, das soll nicht jeder wissen. Nein. Ich lenke den mal kurz ab, wenn die da flüstern. Ich sage den Fotografen zu, so schon mal, wie man das Foto machen kann, sobald wir die Beste gefangen haben und ihm. Engel Clouds, also das sind. Die werden das sehr an die sehr große Glocke hängen. Also das, solange dieser Fall nicht vollständig aufgeklärt ist, sollten wir die erstmal da raushalten. Die werden schon schreiben und die werden sagen, dass ihr das wart. Ja. Also wir schicken sie vor und sie kommen nicht wieder. Dann sagt er aber, der Lazy sagt so, weil er schon merkt, dass ihr ihn abwenden wollt, sagt Lazy so. Ihr wisst aber schon, dass die ganze Stadt schon wahrscheinlich über diese Morde weiß, obwohl ich nicht schreibe. Aber noch sind es nur Gerüchte. Wenn ihr Artikel schreibt und Bilder veröffentlicht, dann... Ich meine, die ganze Stadt spricht über den Lakota, der in das Dorf kam und Leute auf irgendwie Klaus. Naja, aktuell weiß es die Stadt, wenn ihr die verschreibt, weiß es das ganze Land. Ihr kennt mich immerhin. Ihr wisst, dass meine Zeitschrift bald gelesen wird. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Seid ihr auch Abonnenten meiner Zeitschrift? Ich glaube, so oft kann ich gar nicht am Tisch verlieren, dass ich das machen oder das annehmen würde. Ich schreibe die besten Artikel. Der Tombstone und Epitaia müssen euch alle geläufig sein. Ich erzähle die Wahrheit, was hier passiert draußen. Mhm. Die Wahrheit. Dann müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden, denn die Wahrheit hat sich noch gut versteckt. Es sind nur Fragen in meinem Kopf. Noch keine Antwort. Außerdem. Hörst du nicht, wie mein Herz klopft? Moment. Hörst du nicht. Außerdem, Wissen und Black Leute ebenfalls davon, die haben nämlich Trisäcke von Geisterstein runtergebracht. Aha. Ihr merkt, wie sein Akzent sehr gekünstelt wirkt, also mit Absicht. Er redet anscheinend mit Absicht zur Zeit gerade. Diese Modemensch. Von wo stammen sie nochmal? Aus Ireland. Ist das ein irischer Akzent? Nein. Ich habe keine Ahnung von irischen Akzenten. Das ist ein künstlicher, also der versucht künstlich amerikanisch zu reden, obwohl er aus Irland kommt. Schau mal so. Ja, so klingen sie auf jeden Fall nicht. Oh, das tut mir aber leid. Was sagt ihr hier? Die haben Geisterstein gefunden hier in der Mine, oder? Jawohl. Geisterstein, ne? Okay. Es gibt also ein paar Leute, die sagen, die Sioux sind da dahinter. Mhm. In den Morden. In den Morden? Ja, das kann ich so noch nicht bestätigen. Da können sie euch sicher sein. Na gut, wenn ihr auf unsere Hilfe verzichten möchtet, dann ist das halt so.
Keine Sorge, Niki Hart wird ihre Arbeit machen und ihr könnt ja eure journalistische Arbeit danach machen. Also versprechen Sie mal dann, mir danach davon zu erzählen. Ich bin im Auftrag unseres glorreichen Landes Amerika unterwegs und ich werde Ihnen sagen, was ich sagen darf. Im Dienste des Sheriffs, des ordentlichen, oder Marshals wahrscheinlich, wenn es nicht der Marshals unser Land dient. Richtig. Die Marshals berichten mir auch immer, ich schreibe auch Artikel über die Marshals. Aber erst, wenn sie wissen, was passiert ist. Keine Sorge, Niki Hart hält immer ihr Wort. Sie wird Ihnen bestimmt ein ausschweifendes Interview übergeben. Das ist schon ein wunderbares Fotomotiv. Also ich weiß auch ehrlich nicht, wie sollen die uns hilfreich sein, außer als Kanonenfutter? Das wäre mein erster Einsatzzweck. Ja. Und na, so ein Futterball kann man bestimmt verkaufen. Das ist schon viel besser. Ja. Da kriegen wir das Geld wieder rein. Ja. Und die ist dann sehr schnell abgedrückt. Nee, machst du nicht der Gesetzestreue? Ja, das war... Was erwartet ihr von meinem... Ja, bei dir ist es okay. Ja, das war gerade so ein bisschen off-topic-Überlegung, ja. Aber ich nicht mal gerade... Er würde dich überreden wollen, dass du ihm wirklich was danach sagst. Okay, ja. Ich bin der Wildcard als der Lacey, das heißt, ich darf gegen dich würfeln. Ich würde Willenskraft machen und ich würde sagen, übermütig, schwer, also mein Ego, ich würde es mir selber um zwei erschweren. Oder um das erschweren, was du vielleicht hast. Wie geht das jetzt? Ja. Ich habe alle, ne? Ich würfel mit der Wildcard, also ich habe auch einen Würfel und ich sehe halt, was er dafür wettert. Ich habe einen Zünder. Oh, oh, oh. Ich hätte eine 7. Okay, und was müsst ihr. Ich hätte also geschafft. Wie würde ich jetzt gehen? Also Willenskraft. Ich würde mal sagen, allein wegen dem Nachteil ist es für mich schon erschwert. Einfach. Es heißt, ich komme wahrscheinlich einen Artikel. Ich muss mal kurz gucken, ob er noch irgendwas hat, was noch verbessern würde. Nee. Dann habe ich 2W6. Ja, würdest du sagen, eine schwere, dass hier um zwei erschwert wird, das als fair eingeschätzt, das ist übermütig, ich bin halt nicht für die Beste und dann sag mir, ich mach einen Artikel über dich. Dann also müsste 7 bieten. Nope, ich hätte es auch so nicht geschafft. Ja, hatte ich wieder reden. Also ich wäre dafür gewesen, dass wir ihn mitnehmen und dann als erstes ein weltexklusives Foto als allererstes machen darf. Dann würde ich aber sagen, nur wenn ich auf die Titelseite komme und auf meiner Schule. Ich finde es auch hübsch, die kommen auf die Titel. Und er kennt so ein bisschen gehässig. Guck zu, Chef. Er kennt so ein bisschen gehässig, das hat er gerade einen guten gemacht. Mario wird ein schönes Bild von ihm schießen. Ist dann die Hartz IV-Zeitung? Niki Hartz IV, ja. Ich muss es tun, für meine Fans. Nun, werte Herren, aufgrund des schlechten Wetters würde ich vorschlagen, dass ihr euch dann wieder zurück in die Stadt begebt. Ich werde natürlich Kapuras vorbereiten. Nicht, dass die Kamera kaputt geht, die muss ja heute noch ein Foto machen. Ah, für die Taube. Mario auf die Fähre. Und der Titel, der dabei war, übrigens so ein. Der Titel, der dabei war, sah nur so aus wie so eine Leibgarde. So ein, also da war noch wer dabei, die setzt sich jetzt auch wieder aufs Pferd. Führer oder so vielleicht, ja. Und dann reiten die auch wirklich. Also ihr seht auch, die reiten Richtung Z. Ja. Die reiten nicht in die Nähe Richtung des Wald. Also ihr, scheinbar habt ihr die wirklich abgemüllt. Schlimmer als Asuka, ja, wobei hier liegen ja Tote. Engel Klaut sagt so, ich habe euch da vertraut. Hier, das ich werde mich im Anschluss daran kümmern. Ich hoffe, ich. Ich hätte gesagt, wir schicken die zuerst in den Bereich. Dann hat sie doch erledigt. Ja, das will dann ich, kommen die nächsten. Das würde nur für noch mehr Aufmerksamkeit rufen. Ich denke, ich kann dort noch. Ja, ist dieser Mann ist doch bei euch weiß ein landesweit bekannter Reporter. Wenn der aber hier so verschwindet, würde das auf die Umgebung noch schlechteren Einfluss haben. Erstens das und zweitens kommt einfach der nächste. Das wäre endlich Ruhe. Nein, es sind immer einen nächsten Journalisten. Auf jeden Fall, aber es ist besser, umso weniger weiß, umso besser. Deswegen habe ich auch meine Marke zurückgehalten. Zum Glück hat er uns die Geschichte halbwegs abgekauft. Aber dieser Film muss verschwinden und auch das Wissen, das diese drei hier heute gesammelt haben. Ich denke, da werde ich vielleicht mal einen Gefallen einfordern. Es ist gut, dass wir dann ein exklusives Interview versprochen haben. Sie haben den Tatort auf Flugkopf, hier, dem Herrn. Ja, aber schlimm genug. Dieser Film wird vielleicht noch verschwinden. Mal schauen, was ich tun muss. Gut, aber wir haben Wichtiges zu tun. Eine Deklaration, ja. Genau. Gut, dann. Bis zum nächsten Mal. Wie wollen wir es tun? Lassen wir die Pferde zurücklassen. Genau. Was macht das? Da sollten wir sie festbinden, damit sie nicht uns hinterher in den Wald gerufen werden. Dafür ist das Seil. Ja, ne, das Lager zur Erinnerung, da steht ja auch ein bisschen was, wo ihr es festbinden könnt. Genau. Wenn ihr es bindig habt, kann ich das nicht sagen. Baum. Sagen, Baum. Gar nicht Baum, stimmt das recht. Baum sollte halten. Seil halt noch nicht. Ja. Ja, dann schlage ich vor, wir binden die Pferde fest.
Genau, und ich würde das halt doppelt nehmen. Jeder hat ja 5 Meter bekommen. Das heißt, hier an den Teil, wenn es ziehen müsste, wird sich selber, ne, also das ist da, dann machst du es ja fest, machst du es doppelt und machst hinten diesen, also, ne, Reiter. Also ich würde auf Reiten wahrscheinlich würfeln, so, als es halt doppelt ist. Mhm. Dafür ist es halt nicht so weit weg. Also ein Reitenwurf für meinen. Sollen wir würfeln, wenn wir es festfinden? Ja. Ja, würde ich sagen. Bei mir wäre es Reiten, würde ich sagen. Also. Das ist eine 4. Alter! Nice! Das ist eine 1, das heißt, es ist mit 13 festgebunden. Explodiert! Mein Schuh bleibt da. 1 und 3. Geschafft! Die Schuh bleibt hier. Ja, das probiert. Ey, ich muss mal einen Elfen, bitte. Ja, immer muss er entscheiden, was er macht, wenn du es. Ne, obwohl. Wobei ich glaube, jetzt, wo wir kein Zeitbrot haben und du sagst, du kriegst es nicht hin, offensichtlich, ja, kann jemand nicht nur sagen, warte ich hier. Ja, auch nicht geschafft. Ich helfe ihm mal. Ich gebe ihn, ich werfe mal auf Ryan und. Ich würde dann den Vater helfen. Und du bist ihm, oder? Ich. Nee, ich hab's uns auch nicht geschafft. Ja, wollte ich wieder, ne? Achso, du wolltest ihm auch Peter. Ist egal, wer rum dann mit ja, Heavy Chef hier, natürlich. Genau. Also hier Chef. Wir will mal eine 13. Genau. Das ist eine 3 und 2, das wird auch nichts. Ja, du bindest halt fest. Ja. Das ist schon fest. Noch 4. Ja, okay. 4. Das wird reichen. War gut, so wird. Das bin ich glatt, aber trotzdem nicht parieren. Vor allem, also ich musste den Maximum schaffen. Das ist mein Denkweg. Leider nicht. Hast bisher wahrscheinlich nur Frauen gefesselt, ne? Und keine Pferde? Ich helfe dir mal. Das sind Angestellte. Ich muss mich hier konzentrieren.